Moin moin, hier ist Ben vom Kanal Shirt Squad und heute soll es mal darum gehen, wie man seine Schriften ein wenig aufpimpen kann auf seinem Design. Und zwar, wie man zum Beispiel einen Farbverlauf in eine Schrift reinbekommt, wie man seine Schrift umrandet und dort einen Farbverlauf reinkommt. Und am Ende habe ich dann noch einen kleinen Tipp, wie man eine 0815 Umrandung umgehen kann. Und zwar, wie man das ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen professioneller macht und sich damit auch ein bisschen eben von den anderen abhebt, die eben nur schnell eine Umrandung hinklatschen, wie jeder das macht. So, als erstes wollen wir mit dem Farbverlauf anfangen. Das ist ganz simpel. Ich habe hier einfach nur einen Hintergrund und darauf eine Schriftebene eröffnet. Habe jetzt hier mal als Beispiel GIMP genommen. Und zwar machen wir als erstes auf unsere Schriftebene Auswahl aus Alpha-Kanal, sodass das hier wie diese laufenden Ameisen einmal umrandet ist. Wählen unser Farbverlaufswerkzeug aus, was sich neben dem Fülleimer befindet und neben dem Stift. Und haben dann hier verschiedenste Möglichkeiten, einen Farbverlauf eben auszuwählen. Wenn uns das alles nicht gefällt, was hier vorgefertigt ist, können wir oben auch einen Benutzerdefinierten machen, wo wir eben zwei Farben oder mehrere Farben auswählen können. Von links nach rechts oder von oben nach unten. Und dementsprechend, ja. Aber ich nehme jetzt einfach mal der Schnelligkeit halber einen vorgefertigten hier. Den finde ich immer ganz gut. Wenn wir ihn dann ausgewählt haben, ziehen wir einfach von links nach rechts den Strich rüber. Ich mache das immer gerne so ein bisschen schräg, dass das so von links oben nach rechts unten verläuft. Dann kann man hier mit der Länge ein wenig variieren, wie ihr seht. Auch kommen dann andere Farben zum Vorstein. Zum Vorschein. Genau, und wenn ich eben alles drin haben möchte von den Farben, dann mache ich das eben nur genauso lang, wie das Wort ist. Kann hier auch noch ein bisschen verändern. Und dann sind wir damit auch fertig. Wichtig jetzt einmal Enter drücken, damit sich die Auswahl bestätigt. Und fertig. Als nächstes soll es darum gehen, wie wir einen einfachen Rand um die Schrift drum bekommen. Und dann nehmen wir wieder die Auswahl aus der Schriftebene, erstellen uns eine neue. Ich habe die jetzt mal Rand genannt, der Übersicht halber. Wichtig ist eben, dass diese hinter der Schriftebene liegt. Das könnt ihr einfach per Drag and Drop hin und her ziehen. Genau. Bei Auswahl vergrößern können wir die Auswahl vergrößern und damit stellen wir eben ein, wie der Rand, wie groß der Rand sein soll. Ich habe so die Erfahrung gemacht, zwischen 17 und 25 sieht ganz gut aus auf einem Design. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie groß die Schrift ist, aber wenn ihr das jetzt hier mal seht, die ist halt relativ groß. Deswegen wähle ich hier jetzt auch mal 25. Genau, jetzt wählen wir hier die Ebene aus, ist sie in dem Fall schon, und können mit dem Eimerwerkzeug die ganzen Rand ausfüllen. Und damit hätten wir das auch schon erledigt. Wenn wir jetzt wieder einen Farbverlauf in dem Rand haben wollen, wählen wir wieder unser Farbverlaufwerkzeug, wählen den Farbverlauf unserer Wahl und können wieder einmal von links nach rechts ziehen und könnten das Ganze eben mit Enter bestätigen. So, und als letztes möchte ich euch gerne meinen kleinen Trick zeigen, wie man einen Rand schöner machen kann und nicht so 0815, wie es eben die meisten T-Shirt-Designer machen. Und so hebt ihr euch eben von den anderen ab und generiert vielleicht ein, zwei Sales mehr als die Konkurrenz. Alles beginnt wieder gleich. Auswahl aus Alpha-Kanal. Wir erstellen jetzt als erstes eben, also wir gehen genauso vor wie bei dem normalen Rand. Allerdings wählen wir jetzt hier oben bei Auswahl vergrößern die Auswahl aus, wie breit die Lücke sein soll. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man einen Rand machen kann, der allerdings eine Lücke zu der Schrift hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Falls es noch nicht ganz klar sein sollte, seht ihr das spätestens am Ende. So, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Abstand ruhig 50 Pixel sein kann. Ja, das sieht gut aus. Dann füllen wir das Ganze auch wieder mit einer Farbe. Das ist nur ein Platzhalter in dem Fall. Von daher lassen wir das Ganze mal bei Rot. Wir müssen jetzt eine neue Ebene erstellen. Die nennen wir eben Randfarbe, meinetwegen. Genau. Und haben ja hier noch die gegebene Auswahl eben und vergrößern diese jetzt um den Abstand, welche der Rand haben soll. Vergrößern. Jetzt wählen wir es mal ein bisschen kleiner und wählen 20 Pixel. Genau. Wichtig, wieder die Ebene hinter alle zu ziehen. Und suchen uns jetzt hier mal weiß als Farbe aus, damit man es erkennt. Genau. So, der nächste Schritt ist ziemlich wichtig. Ihr wählt jetzt den roten Rand aus, also bei mir ist er rot, das ist der Platzhalter, und machen hieraus Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann leuchtet, ich weiß nicht immer genau, wie ich das sagen soll, also dann laufen hier die Ameisen eben auf dem inneren Rand lang. Wählen hier rechts aber dennoch die große Ebene aus, die größte, die ja hier außen lang läuft, und drücken einmal Steuerung und X. Es passiert jetzt erstmal nichts, aber wenn wir jetzt diese Ebene ausblenden, seht ihr, dass wir eben einen Abstand haben. Und das, finde ich, sieht schon um einiges besser aus als ein normaler Rand. Wenn wir da jetzt auch noch einen Farbverlauf reinbringen wollen, machen wir hier Auswahl aus Alpha-Kanal
und können wieder mit dem Farbverlaufswerkzeug einen Farbverlauf reinziehen. Drücken wieder Enter, Auswahl, nichts. Und wie ihr seht, haben wir wieder einen schönen Farbverlauf. Ich hoffe, ihr konntet was dazu lernen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.